Das ist wohl alles, was ich Ihnen von Monk sagen kann. Doch halt! An seinem Halse, so hoch, dass man noch etwas davon über seinem Kragen sehen kann, wenn er den Kopf etwas dreht, ist ein breites rotes Brandmal, rief der Herr. Wie? Sie kennen ihn? Rosa entfuhr ein Ausruf höchsten Erstaunens und alle drei schwiegen plötzlich. Der Lauscher konnte sie ganz deutlich atmen hören. Ich glaube es, unterbrach der Herr das Schweigen, wenigstens ihrer Beschreibung nach. Wir werden ja sehen, es gibt Leute, die sich auffallend ähneln. Vielleicht ist es doch nicht der Nämliche. Der Horcher hörte ihn aber flüstern. Er muss es sein. Laut fuhr er wieder fort. Sie haben uns einen großen Dienst geleistet, Fräulein, und wir möchten uns gern erkenntlich zeigen. Was kann ich für Sie tun? Nichts, erwiderte Nancy. Bitte reden Sie nicht so, sagte der Herr in so gütigem Tone, dass davon das härteste Herz hätte gerührt werden müssen. Überlegen Sie erst mal und sprechen Sie dann. Sie können mir nicht helfen, entgegnete Nancy und fing zu weinen an. Für mich gibt's keine Rettung mehr. Lassen Sie uns scheiden. Man könnte mich sehen oder beobachten. Gehen Sie bitte. Wenn ich Ihnen einen Dienst geleistet habe, so wünsche ich dafür nur, dass Sie mich jetzt allein meines Weges ziehen lassen. Es ist alles vergeblich, seufzte der Herr. Wir gefährden Sie vielleicht, wenn wir noch bleiben, und haben Sie wohl schon länger aufgehalten, als Sie erwartet hatte. Ja, so ist's, sagte Nancy. Was kann wohl das Ende dieser Armen sein? Rief Rosa aus. Das Ende? Wiederholte das Mädchen. Blicken Sie hinunter in das dunkle Wasser, Fräulein. Wie oft liest man von meinesgleichen, die sich in die Flut hinunterstürzen und kein lebendes Wesen zurücklassen, das sich um sie bangt oder beweint. Es können Jahre darüber hingehen,